Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Ich begrüße herzlich die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen wird ungefähr in 14 Minuten so zu uns stoßen. Freitemennacht. Und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, wie ihr das kennt, unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. So, und die erste Anruferin ist schon da und sie heißt Sabine und ist 32 Jahre alt. Hallo Sabine. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ziemlich Probleme mit meinem Freund. Mhm. Wir sind seit 4 Monaten zusammen und wir streiten uns in der letzten Zeit täglich und ja, das setzt mir ziemlich zu. Und weswegen streitet ihr? Das sind diverse Gründe. Sag mir mal so ein paar. Ja, er ist einschlägig vorbestraft, das heißt, er hat früher mit Cannabisprodukten gehandelt, also mit Cannabis gehandelt, mhm, und ist vor kurzem erneut erwischt worden. Mhm. Genau. Und als wir uns das heißt, er ist erwischt worden und das steht noch an, zu was er verurteilt wird. Ja, dadurch, dass er vorbelastet ist und eine Bewährung offen hatte, wird es wahrscheinlich so sein, dass er für 4 Monate in den Knast geht. Ah ja. Gibt es neben diesen Rauschgiftdelikten auch noch andere Vorfälle? Nee. Nur Rauschgiftdelikte. Mhm. Okay. Genau. Ja, und als wir uns kennengelernt hatten, kurz danach, hat er mir gesagt, dass er halt einen Haftbefehl offen hatte, wegen einer Geldstrafe, die er nicht bezahlt hatte. Mhm. Und dann waren wir vor kurzem zusammen auf einer Party. Er ist dann irgendwie früher abgehauen und eine halbe Stunde später habe ich dann von der Polizei einen Anruf gekriegt, ob ich ihn halt auslösen könnte. Das war ungefähr, nachdem wir 2 Monate zusammen waren. Mhm. Ja, und dann ist er halt 3 Wochen später zu seinem Stammdealer gegangen und dann ist er halt erneut erwischt worden und dadurch, dass er halt noch Bewährung hatte, steht es halt an, dass er wahrscheinlich für 4 Monate ins Gefängnis wird. Heißt das, dass diese Geschichte mit dem Rauschgift, das ist der Knackpunkt, der Hauptknackpunkt? Ja, schon. Oder gibt es sonst auch noch etwas, was dich sehr bedrückt oder nervt an ihm? Ja, also ihm setzt das halt ziemlich zu. Er kann sich da natürlich nicht so auf mich einlassen, weil ihm er halt auch nicht ins Gefängnis möchte, weil er halt auch lieber die Zeit natürlich mit mir verbringen möchte. Mhm. Ja, das nagt halt so ziemlich an unserer Beziehung. Kann ich verstehen. Das heißt aber, er hat sich das ja selbst eingebrockt. Kein Mitleid. Er ist selbst schuld. Und dass es erneut jetzt wieder zu dieser Sache gekommen ist, liegt ja nur auch an ihm. Ja, natürlich. Was ist mit ihm los? Du kennst ihn schon ein bisschen besser. Ja, er ist halt ein absoluter Suchtmensch, ne? Suchtmensch, also labil? Labil. Wenn er halt kein Gras hat, dann ist es halt Alkohol. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Mhm. Wie alt ist er? Genau. Genauso alt wie ich. 32. Mhm. Mhm. Hat er auch mal irgendwie gearbeitet, einen Job gehabt, was gelernt? Erzieher hat er gelernt und seitdem hat er nichts wieder gemacht. Mhm. Schwierige Lage. Ja. Ich glaube, da kann man irre werden als Partner, wenn man mit so jemandem zusammen ist und wenn der selbst nicht sich am Riemen reißt. Ja, das Problem ist halt, dass ich es besser wissen müsste, weil ich Sozialarbeiterin bin und aus dem Bereich komme. Ach so. Und das setzt mir natürlich zu. Ach so, was machst du genau? Also ich arbeite halt im Suchtbereich. Also besser geht's ja gar nicht mehr. Also von da muss ich dir gar nichts erzählen, wie man mit solchen Leuten umgeht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich es besser wissen. Was weißt du denn theoretisch, was du tun müsstest? Ja, konsequent sein, ihn verlassen, ihm Grenzen aufzeigen. Mhm. Mhm. Genau so ist es. Das ist einfacher gesagt. Ja, klar, wenn man liebt, dann vergisst man die ganze Theorie und die berufliche Professionalität, dann ist man einfach ganz die private Sabine, ne? Ganz genau. Ja. Aber die Gefahr ist natürlich, muss ich auch nicht erzählen, aber ich sage es trotzdem nochmal, dass man natürlich als Partner von einem solchen Menschen immer mehr reingezogen wird in diese Welt, in dieses Milieu.
Ja, also das, da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein. Nee, nicht im Sinne, dass du auch konsumierst, aber einfach, dass du ständig und ständig damit konfrontiert wirst, dass du dir Sorgen machst, dass du darunter leidest und so weiter. Ganz genau, so sieht's aus. Mhm. Hast du denn schon mal versucht, ihm klare Grenzen aufzuziehen, aufzusetzen, warst du mal ultimativ? Hast du klar was gesagt? Ja, hatte ich. Also am Anfang war es ja auch so, dass er das eingeschränkt hat, kurz nachdem wir zusammengekommen sind und dann auch eine ganze Zeit lang, mhm. bis er dann halt zu dem Zeitpunkt, wo er halt gepackt worden ist nochmal von der Polizei und es halt jetzt ansteht, dass er im Knast muss, da ist es dann halt wieder schlimmer geworden. Mhm. Und natürlich versuche ich immer wieder Grenzen aufzuzeigen, dass die weichen dann halt auch ganz schnell wieder auf. Und wenn du, die Wahrscheinlichkeit ist groß, hast du, dass er jetzt in den Knast kommt für eine Weile? Ja, also die besteht. Die besteht, ja. So, dann könntest du ja beispielsweise sagen, okay, pass auf, das ist alles bisher alles sehr verwurstelt gelaufen. Ich gebe dir und uns noch diese eine Chance. Ich warte auf dich. Ich bin da, die 4, 5 Monate. Und danach darf aber auch nicht ein einziger Fehler mehr passieren. Dann bin ich weg. Ja, das Ding ist, bis zur Verhandlung ist es ja erstmal auch noch ein bisschen, ne? So schnell schießen die Hunde. Mhm. Das heißt also, das drückt jetzt schon sehr. Ja, das drückt total. Mhm. Also wie sehr liebst du ihn denn? Ja, sehr. Also wir haben halt sehr intensiv Zeit miteinander verbracht, weil er halt auch direkt bei mir eingezogen ist quasi. Mhm. Und ich bin sehr stark einfach eben zugeneigt. Und das Problem ist aber, dass ich halt auch mit niemandem darüber reden kann, weil alle meine Freunde würden mich für verrückt halten und meine Eltern sowieso. Glaube ich. Von was finanziert er eigentlich seinen Lebensunterhalt? Von mir. Von dir? Auch noch? Mhm. Das heißt, er liegt dir auf der Tasche? Ja. Klingt alles nicht gut. Ja, um es mal freundlich auszudrücken. Klingt alles sehr beschissen. Eigentlich müsstest du dem jungen Mann jetzt schon sagen, pass mal auf, Trennung und wenn du aus dem Knast zurückkommst, aber jetzt schon Trennung und es hat sich was verbessert, bin ich noch da. Ja, das ist halt einfacher gesagt als getan. Ne? Weiß ich, aber trotzdem muss man sagen, das weißt du auch. Ja, das weiß ich auch. Das weißt du auch. Denn sonst drehst du dich da im Kreis. Der jammert dir jetzt die nächsten Wochen oder Monate, bis es zur Gerichtsverhandlung kommt, die Ohren voll, liegt dir auf der Tasche, konsumiert wahrscheinlich, kifft sich die Birne zu. Ne, so wird's kommen. Ja. So, und du sitzt da, du gehst arbeiten, wahrscheinlich wohnt er auch noch in deiner Wohnung, oder? Ja. Nee, Sabine, das geht nicht. Liebe hin, liebe her, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Setz ihn jetzt schon vor die Tür. Ja. Und wenn du ihn wirklich so groß liebst, dann gib ihm die Perspektive. Dann sagst du, ich kann nicht mehr. Geh und komm wieder, wenn du aus dem Knast kommst. Wenn du den so sehr liebst, dass du sagst, ich bin bereit sogar auf den zu warten. Der ist ja nur letztendlich für dich attraktiv, wenn der sich ändert. Sonst hast du ja deine Arbeit auch im Privatleben. Ja, die habe ich schon im Privatleben. Ja, das ist doch furchtbar. Du beschäftigst dich den ganzen Tag mit derlei Sachen und hast jetzt privat genau so ein kolossales Ding an der Backe. Trennung. Na, er schafft es halt immer wieder. Ne? Ja klar, das sind auch die Tricks. Der weiß wahrscheinlich auch, wie du funktionierst und der nutzt es aus, dass du im Moment emotional da sehr drauf bist. Klar, aber ich finde, dann musst du wirklich da eine Härte zeigen. Mhm. Sabine, mehr kann ich dir nicht sagen. Das musst du machen, das musst du durchziehen. Das ist hart, ich weiß. Ja, wahrscheinlich, also ich wusste es ja selber, dass das die einzige Lösung ist. Wünsche ich alles Gute. Danke, Lumian. Alles Liebe, alles Gute, Sabine. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht es weiter mit, frage ich meine Regie. Meine Regie spricht nicht mit Wolfgang. Wolfgang 48, hallo Wolfgang. Hallo Domian. Um was geht's? Ich habe gerade einen sehr netten Auftritt bei Herrn Schmidt-Pocher gesehen. So. Fand ich super, super nett. Das freut mich sehr. Gestattest du mir eine Frage? Bitte, du kannst alles fragen.
War das abgesprochen oder war das wirklich spontan? Nein, diese Telefonaktion. Ja. Nein, das war insofern ganz spontan. Die Jungs hatten mir vorher gesagt, sie wollten irgendwas mit mir machen, mit Telefon schon irgendwas machen. Aber was genau, wusste ich nicht. Das war auf jeden Fall sehr amüsant und sehr gut von dir. Du warst sehr gut drauf. Naja. Ich muss sagen, Herr Pocher war auch sehr gut. Ja, ja, der Oliver. Der Oliver hat natürlich einen Gag nach dem anderen gelandet. Der war richtig gut, der war richtig souverän. Also für mich war das die beste Schmidt-Pocher-Sendung, seitdem die beiden zusammenwirken. Wie findest du denn jetzt dieses neue Gespann Schmidt-Pocher? Ja, zu Anfang nicht so, weil der Schmidt war zu dominant und Pocher war wie so ein Lehrling. Aber so langsam kommt er in die Socken und das macht richtig Spaß mittlerweile. Finde ich auch. Im Moment ist das doch eigentlich ziemlich gleichberechtigt. Ne? Ja, die wissen alles Ehepaar, ist langsam zusammenwirkt. Ja, ja. Ja, ich weiß, es haben ja viele am Anfang die Nase gerümmt, Oliver Pocher, ProSieben und ist ein ganz anderer Humor und so, ob das dahin passt. Aber ich finde, das hat die Sendung sehr aufgewertet und ist für das Format wunderbar jetzt. Ja, er muss einen guten Mentor haben, ja. Also der ihm noch ein bisschen was beigebracht hat, jetzt haben wir das Niveau, wie du selber sagst, von ProSieben und so, Das ganz Erstaunliche an den beiden ist ja, ich habe das heute so ein bisschen auch vorher mitbekommen, dass die zwar auch grob so wissen, was sie machen und was sie vorhaben, aber dass sehr, sehr viel improvisiert ist. Und das ist schon eine große Entertainment-Kunst, wenn man das so auf die Reihe kriegt. Das finde ich allemal. Und Herr Schmidt ist sowieso der Genialste. Ja. Hast du es bedauert, dass Schmidt aus der täglichen Schiene rausgegangen ist? Ich ja. Ich bin einer von den 1,1 Millionen, die ihn fast. Ja, ich ja auch damals. Ich fand das ja. Aber man kann es auch verstehen, das war natürlich für ihn auch ein wahnsinniger Stress, das jeden Tag zu machen. Das kann man bestimmt so sagen, ja. Ist bestimmt nicht einfach. Ja, ja. Bist du ein regelmäßiger Zuschauer jetzt dieser wöchentlichen Sendung? Auf jeden Fall, ja. Gibt es das Vergleichbares im deutschen Fernsehen, wo du sagen würdest, da das ist genauso gut, gucke ich auch gerne? Nö, nicht auf diese Schiene. Ja. Da gibt es, glaube ich, keinen adäquaten Ersatz, sag ich mal. Wie ist es mit, ich sag mal Stichwort Stefan Raab? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht drüber lachen, er geht nur auf Kosten anderer. Er hat ja im Moment auch einen ganz großen Erfolg mit seinen Event-Veranstaltungen, die samstags gesendet werden. Also zum Beispiel Schlag den Raab, hast du das schon mal gesehen? Eigentlich nicht, wenn denn nur sporadisch und nur von Hörensagen anderer, die das gucken. Aber ich weiß nicht, das ist eine Sendung eines Selbstdarstellers, der sich da vergnügt über andere. Ich weiß nicht, kann ich nichts mehr anfangen. Ja. Ja, bist du von der Zielgruppe, glaube ich, auch, sind wir ja schon alte Leute, glaube wir sind da auch gar nicht so mehr gefragt, von der Zielgruppe her, aber mittlerweile verwischt sich das ja sogar. Meine alte Mama hat neulich samstags dieses Schlag den Raab gesehen und war da doch ganz angetan von. Ja, weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie... Bald werde ich dann doch nicht, dass ich das gut finde. Ja. Aber wenn man so so die Namen durchgeht, sieht man doch, wie dünn die Luft oben ist, wie wenig gute große Entertainer wir haben. Das stimmt wohl, ja. Die Bild-Zeitung oder eine andere große Zeitung hat neulich eine Umfrage gemacht, wer könnte Thomas Gottschalk beerben, wenn er mal aufhören sollte? Das kann eigentlich nur einer. Sag den Namen. RTL. Naja, RTL kannst du ja nicht selbst moderieren. Und Günther Jauch. Ja, Günther Jauch, ja. Naja, also da stand auch Harpe Kerkeling zur Auswahl und der hatte natürlich dann die größten... Ja, das ist der Einzige, der noch so richtig so Charisma hat, der auch noch so eine große Show, glaube ich, leiten könnte. Ja. Wolfgang, danke für deine Meinungsäußerung, danke für deinen Anruf und für das Kompliment. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Okay, ciao. So, nun schaue ich auf meinen Monitor und in einigen Sekunden ist das WDR-Fernsehen auch jetzt bei uns zugeschaltet. Da seid ihr ja. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1Live Talk Radio. Wir sind hier im Fernsehen ein bisschen verspätet, haben aber im Radio und bei 1 Festival schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid. Also, wir haben heute eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Nicole. Nicole ist 27. Hallo Nicole. Hallo Domian, ich bin's. Du bist. Es geht um meine Ehe und es läuft momentan, also was heißt momentan, eigentlich jahrelang schon sexuell fast gar nichts mehr. Wie lange seid ihr denn verheiratet? Dieses Jahr schon 6 Jahre. Mhm. Und ich habe ihn mit 21 geheiratet. Und Kinder? Nein, leider nicht. Und sexuell läuft seit einiger Zeit schon nichts mehr? Nein, nichts mehr. Nein. Was heißt einige Zeit? Eigentlich schon seitdem wir verheiratet sind, hat es einfach angefangen nachzulassen. Wie lange kanntet ihr euch denn vorher? Wir haben uns in meiner Lehre kennengelernt
Und sind ich bin 98 in die Lehre gekommen und wir haben uns 98 kennengelernt und seitdem sind wir zusammen. Das kann ich jetzt nicht ausreichen. Wie lange kanntet ihr euch vor der Ehe? Gar nicht. Also vor der Ehe haben wir uns 4 Jahre so gekannt, aber wir waren auch zusammen. Okay, also 4 Jahre. Und da in diesen 4 Jahren lief das ganz gut? Ja. Und so fast schlagartig nach der Ehe war Schicht im Schacht? Ja, hat er sich 180 Grad gewendet. Hast du eine Erklärung dafür? Nein, also ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht warum, weshalb, keine Ahnung. Mir ist schon einiges durch den Kopf gegangen. Ich habe auch schon im Kopf gehabt, dass er vielleicht eine andere hat oder keine Ahnung. Also ich bin total verwirrt. Also bei 6 Jahren käme ich da auch aber heftig ins Grübeln. Habt ihr jetzt überhaupt nicht miteinander geschlafen in den 6 Jahren? Doch, aber es ist auch schon vorgekommen, dass wir ein Jahr mal gar nichts hatten. Mhm. Letztes Jahr hatten wir es nur 2 Mal gehabt und dieses Jahr noch gar nicht. Und wenn es dann passiert, geht es von dir aus oder von ihm? Von ihm. Von ihm. Ist es dann auch intensiv und macht es ihm Spaß, soweit du das beurteilen kannst? Oder ist das so die schnelle Nummer? Was heißt die schnelle Nummer? Also es ist schon schön mit ihm, klar, aber ich weiß nicht, also von ihm seiner Seite her, ich denke mal, also er guckt mich nicht dabei an, ja, weil, ich weiß nicht, er hat immer die Augen dabei zu, aber ich glaube auch nicht, dass er während des Sex an mir denkt. Also du hast die Vorstellung, der glaubt, der denkt an andere Frauen, an wen auch immer, an irgendwas anderes. Genau, ja. Na, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin total verzweifelt, weil ich habe schon so viel ausprobiert, ich versuche ihm näher zu kommen und er tut einfach nichts, er blockt einfach ab. Ja gut, aber das allererste ist ja nun, wäre nun mal naheliegend, dass man sagt hier, was ist los? Warum ist das so? Hast du es gefragt? Ja, ich habe ihn schon mehrmals deswegen gefragt, aber er gibt mir darauf keine Antwort, er blockt ab. Das ist genau das Gleiche, wenn wir Streit haben und ich ihn darauf anspreche, weil es wirklich mich innerlich zerfrisst, sagt er zu mir, dann such dir halt einen anderen dafür. Ach, das sagt er. Er sagt zu dir, dann such dir einen anderen dafür? Ja. Also nicht sehr liebevoll und sehr charmant und zeugt auch nicht, deutet nicht auf eine große innere Herzensverbindung hin. Und mal Also ich habe ihn, also ehrlich gesagt, ich wusste schon seit Anfang an, dass er ein ziemlich kalter Mensch ist. Aber das Merkwürdige ist ja, dass das vorher sexuell bei euch gut lief und direkt direkt mit der Ehe aufhörte. Das kann man, ist ja ganz, ganz, ganz sonderbar. Ja. Also nach dem Motto, könnte man fast glauben, er hat so das Gefühl, so die Kleine habe ich jetzt, die habe ich jetzt im Sack und nur interessiert sie mich nicht mehr. Ja. Die habe ich sicher. Richtig, ja, genau. Apropos andere Frauen, das hältst du für möglich, dass er irgendwas am Laufen hat? Ich weiß es nicht, also ich vermute es. Es sagen auch schon verdammt viele Freundinnen zu mir so von wegen, Nicole, denkst du nicht auch, er hat eine andere oder, ne, dass er vielleicht, und, keine Ahnung. Und du bist sicher, dass er ausschließlich auf Frauen steht? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Muss man ja auch bedenken, könnte ja auch sein, dass der Wind aus der Ecke weht. Ja, also ich habe ihn schon mehrmals darauf angesprochen, so von wegen so, ich gucke ja auch hier zwischendurch mal, wenn es Christopher Street Day ist oder sowas und der sieht diese Männer da, dann sagt er sofort, schalt um, ich kann sowas nicht sehen, das interessiert mich gar nicht. Na, er blockt auch total ab und... Hast du ihn denn mal die wichtigste Frage gestellt, die man vielleicht dann in so einer Situation fragen sollte, stellen sollte, liebst du mich noch? Ja, das habe ich ihn mehrmals gefragt. Und dann? Er sagt nichts dazu. Er ist ein Mensch, er redet nicht über Gefühle. Ja gut, er sagt gar nichts darauf. Er sagt, nein, schweigt. Er sagt nichts. Also ich sage, wenn wir auch telefonieren oder wenn ich zu ihm sage, ich liebe dich, dann sagt er zwar, ich dich auch, aber es kommt, wie soll ich sagen, belanglos rüber. Ja, irgend so ein Spruch. Ja. Ohne Inhalt. Ja, als ob er sagen wollte, so, ja, schön. Jetzt frage ich mich allerdings, wie du das seit 6 Jahren so aushältst. Das ist, das frage ich mich momentan auch. Weil allerdings. Ich bin, also, das ist ja, also ich liebe diesen Mann. Ich liebe diesen Mann abgöttisch. Ja, und vielleicht würde ein bisschen weniger lieben und ein bisschen weniger abgöttisch lieben auch gar nicht so schlecht sein, um den mal realistischer zu sehen. Der sagt nicht zu dir. Der sagt zu dir, dann hol dir das doch woanders. Der erwidert, beantwortet nicht die Frage, ob er dich liebt. Er schläft nicht mit dir. Also klingt alles nicht so dolle. Klingt für mich auch nicht nach einem Mann, der seine Frau liebt. Ja, das haben auch schon viele zu mir gesagt. Bloß, ich habe jetzt das, wie soll ich sagen, also wir haben 2002 im Mai geheiratet und ich habe 2002 im Oktober, November einen per Internet
kennengelernt und der wohnt aus, der kommt aus Essen und der liebt mich schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Er hat genau die gleichen Fantasien wie ich und Moment mal, du hast im Heiratsjahr gleich jemand anderen kennengelernt? Ja, aber ich liebe diesen Mann nicht. Also ich sehe das rein freundschaftlich. Seht ihr euch auch real? Nein, wir haben uns noch nie gesehen. Es ist ihr chattet nur oder telefoniert oder was? Ja, wir telefonieren, wir schreiben SMS, wir chatten und er sagt mir tagtäglich, er liebt mich, er würde mich haben wollen. Und das geht seit 6 Jahren jetzt so? Ja. Das ist ja auch verrückt. Ja, ich weiß, ich bin total verrückt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin total verzweifelt. Diesen Mann, ich bin halt etwas zögerlich zu fragen, was du für den empfindest, weil ich glaube, man kann irgendwie letztendlich keine große Aussage darüber machen, wie man empfindet, wenn man nur mit jemandem chattet oder telefoniert. Ja. Dennoch frage ich dich, was ist das für ein Gefühl? Freundschaftliches Gefühl? Also, ich bin ganz ehrlich, ganz am Anfang war es einfach nur rein freundschaftlich. Mhm. So, wenn ich jetzt mit ihm telefoniere oder schreibe oder sowas, ich werde total nervös und ich weiß nicht mehr, was ich schreiben soll, weil ganz am Anfang wusste ich, was ich schreiben sollte, weil ich wusste, es ist freundschaftlich. Und also es könnte sein, dass es jetzt in eine andere Richtung sich entwickelt. Ja. Ist natürlich auch wahrscheinlich eine Frustreaktion. Du lebst ja in einer Situation, die nur alles andere als erfreulich ist. Ja, genau. Und davor habe ich Angst. Ich habe riesengroße Angst davor. Wovor? Das? Dass ich wieder wehgetan werde und die nächste Beziehung wieder so läuft. Nicole, weißt du, dieses ist ja irgendwie so eine Illusionsbeziehung, wenn man überhaupt von Beziehung reden kann. Das ist eine Illusion, was ihr da betreibt seit 6 Jahren. Ich finde, du müsstest erstmal vor der Haustür kehren. Nämlich, du musst da klar Schiff machen, wo du nah dran bist, nämlich an deinem Mann, in deiner Beziehung. Ja. Ich finde, so kann man nicht leben. Ich könnte so nicht leben. Ich finde es auch eine permanente Verletzung deiner Person, dass er nicht mit dir pennt. Entweder ist er nicht scharf auf dich. Ja. Oder er hat wirklich eine andere. Das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen. Er will dich nicht. Er will deinen Körper nicht. Er findet deinen Körper nicht attraktiv. Streichelt er deinen Körper? Nein, ehrlich gesagt nicht so oft, wie ich es gerne haben möchte. Schlaft ihr in einem Bett zusammen? Ja. Habt ihr eine Bettdecke? Ja, nein. Also ein ganz normales Futonbett, aber wir haben nicht eine Bettdecke. Und kommt er schon mal so ein bisschen runtergekuschelt unter deine Decke? Nein, nicht so oft. Ja. Also es kommt zwischendurch mal vor, ja, aber... Klingt für mich alles öde. Es ist öde. Finde ich öde. Du musst was unternehmen. Du musst den unter Druck setzen, dass der seinen Mund aufmacht, was los ist. Mhm. Und letztendlich wirst du eine Konsequenz daraus ziehen müssen. Ja. Und die Konsequenz heißt, auch wenn man das nicht gerne ausspricht, und man hat immer Angst davor, weil es immer mit Komplikationen verbunden ist, kann auch Trennung bedeuten. Na klar. Ja. Na klar. Genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich meine, du hast ja lange genug jetzt da eingesteckt, ne? Finde ich. Ja. Also nach sechs Jahren kann keiner sagen, die sollen mal ein bisschen geduldiger sein oder so. Ja. Bloß die meiste Angst ist dann halt, dass ich wieder in einer Beziehung reinkomme, die genauso abgeht, weil ich bin vorher, bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich auch in Beziehungen und ich bin betrogen, belogen worden und... So, Nicole, weißt du, die Lösung ist gar nicht, dass du jetzt da rauskommst, das ist vielleicht die Lösung, Schritt Nummer 1, um dann gleich in eine neue Beziehung zu gehen. Ich finde, dass du erstmal ein bisschen zu dir selbst kommen solltest. Sei erstmal eine ganze Weile Single und alleine. Kannst du ein bisschen Kontakt mit dem Typ da haben, triff dich mal mit dem anderen dann, wenn du dich getrennt hast von deinem Mann. Mhm. Aber spring jetzt bloß nicht von einer Beziehung in die andere. Nein, das würde ich nie tun. Also ich weiß jetzt ganz genau, also... So, und dann brauchst du auch keine Angst vor Verletzungen haben, wenn du erstmal so dein Single-Leben führst und hast halt deine Bekanntschaften, deine Freundschaften, hier eine Affäre mal oder so. Aber das musst du verändern, finde ich, was da gerade abgeht. Ja, ich fange jetzt auch an, seit ein paar Monaten versuche ich schon mein eigenes Leben aufzubauen und mir die ganze Zeit Gedanken davon zu machen, wo stehe ich jetzt, was mache ich? Stehe ich jetzt auf meinen Füßen und sage, so, ich greife jetzt zu und sage, das ist mein Leben, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ja, ist ja schon mal ein gute Entwicklung. Ja, ich mache jetzt das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Ich gehe raus, ich habe meinen Spaß, ja, aber mit Sexualität mache ich gar nichts, weil ich bin einfach momentan einfach nur zu sehr an meinen Mann. Okay, das sind ja schon mal erste Schritte für eine Selbstständigkeit und für eine Befreiung. Ja. Ich finde, das solltest du weiter so machen und klar im Auge haben,
Du musst dein Leben einfach klar im Auge haben. Und im Moment wird dein Leben ziemlich versaut, glaube ich, durch deinen Mann. Mhm. Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir, Nicole. Danke, Mensch Domian. Tschüss. Mach weiter so. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wer gerne von euch mit mir sprechen möchte, der melde sich unter dieser Nummer. Oder meldet mir domian@wdr.de und wenn ihr meldet, bitte eure Telefonnummer in die Mail reintreiben. Der nächste Anrufer heißt Nancy. Hallo Nancy, 21, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Nancy. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich bin seit 7 Jahren magersüchtig und habe Bulimie. Seit 7 Jahren schon? Ja, und also das erste Mal war ich 2004 in der Klinik. Da bin ich mit 28 Kilo reingekommen. Ach du lieber, mit 28 Kilo? Wie groß bist du? 1,60 Meter. 1,60 Meter, 28 Kilo, da war ja nun fast nichts mehr von dir übrig. Nee, also die Ärzte haben auch gesagt, ich habe noch 3 Tage zu leben gehabt. Also ich war auch nur einen Tag in der Reha-Klinik, bin danach gleich für ungefähr 1 bis 2 Monate, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf Intensivstation gekommen, also Krankenhaus, wurde künstlich ernährt und also war auch sehr schlimm. Das war 2004? 2004, ja. Ja. Wie ging es dann weiter bis heute? Also nach dem Krankenhausaufenthalt bin ich ja wieder zurückgekommen in Reha-Klinik, das war in Bad Bramstedt, das ist oben in Hamburg. Mhm. Und also wenn ich ja zwangseingewiesen wurde, hatte ich auch nicht, also weil ich halt zwangseingewiesen wurde, hatte ich halt nicht die Mut weiterzumachen. Also ich habe abgebrochen die Klinik. Ach so. Mhm. Bin dann halt ja nach Hause. Mein Freund hat mich dann auch unterstützt und alles. Du hast hattest und hast einen Freund? Nee, ich habe einen Freund. Du hast einen Freund. 5 Jahre. Ah, ja. Also er hat alles mitgemacht. Aber da hast du du hast das dann abgebrochen und dann ging es doch wahrscheinlich von vorne wieder los, ne? Zu Hause, oder? Also am Anfang ging es dann, also ich habe dann in Anführungsstrichen normal gegessen, aber ich habe halt immer noch nicht dieses Hunger- und Sättigungsgefühl gehabt. Und wie ist es denn ganz aktuell heute? Wieder sehr schlimm. Wie sieht so dein Essverhalten am Tag so aus? Beschreib's mal. Also ich esse, wenn ein Apfel, 1 bis 2 Äpfel am Tag, mache sehr viel Sport, weil ich momentan auch arbeitsunfähig bin durch mein Gewicht. Mhm. Und habe halt Therapie und alles und warte halt wieder auf den Platz in der Klinik. Wie viel wiegst du im Moment? 36. 36. Mhm. Du wartest auf einen Platz, aber? Also ich wurde jetzt mehrmals hier verschoben. Ich hätte letzte Woche reingehen können, da war aber ein Privatpatient vor mir. Mhm. Und da ich ja Kassenpatient bin, musste ich halt warten. Mhm. Ja, und die meinten halt, die rufen mich an. Also es kann von einem Tag auf den anderen gehen, dass ich reinkomme. Mhm. Aber es halt immer. Gehst du denn diesmal mit einer wirklichen Motivation rein? Ist auch ja, weil ich auch weiß, was auf dem Spiel steht. Also weil mein Freund, der macht das jetzt zum zweiten Mal mit. Und ja, ich möchte mein Leben im Griff kriegen und nicht mit 22 oder so. Also nicht. Ich glaube, Herr Nancy, es steht nicht nur deine Beziehung auf dem Spiel. Es steht dein Leben auf dem Spiel. Ja, aber so sehe ich das halt nicht. Also hätte ich meinen Freund nicht, ich glaube, ich wäre auch nicht mehr am Leben, ganz ehrlich. Mhm. Weil durch ihn bin ich damals auch erst zum Arzt gegangen, weil er mich echt hingezogen hat. Und also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich den noch am Leben wäre. Ich habe gerade am Anfang, als du dich vorgestellt hast, einen kleinen Störer im Kopfhörer gehabt und habe das nicht ganz richtig verstanden. Hast du gesagt, dass du ausschließlich magersüchtig bist oder auch ein bulimischer Anfall, also Brechanfälle beides. Beides. Ja. Es ist halt so, wenn ich hier alleine bin, also wenn ich unterwegs bin und so, denke ich überhaupt nicht drüber nach, aber halt wenn ich abends nach Hause komme, ja, ich denke nur ans Essen und. Wann hast du das letzte Mal erbrochen? Vorgestern. Vorgestern. Hast du da viel vorher gegessen dafür? Nein, gar nicht. Also du erbrichst dann auch mal einen Apfel oder einen Joghurt? Auch mal, ja. Aber es kommt dann halt so, wenn ich jetzt einen Apfel esse, ich krieg halt nicht genug. Also ich stopfe dann echt alles in mich hinein und dann stecke ich mir einfach Finger in den Hals. Ja, das war meine Frage. Wie viel du da in dich hineingestopft hast? Kann man sich gar nicht vorstellen. Also richtige große Mengen? Ja. Mhm. Alles Mögliche, was du sonst in deinem Leben nie essen würdest? Genau. Sodass du einen Bauch hast, fast wie eine Schwangere? Ja. Mal ein bisschen übertrieben ausgedrückt? Ja. Mhm. Jetzt, hast du, da ist ein Platz in Aussicht. Du sagst, dass du einen Freund hast, den du sehr liebst und dem du sehr viel verdankst. Ja. Und du sagst mir ja auch, dass du sehr motiviert bist, jetzt was zu machen. Warum rufst du mich an?
um einfach mal mit jemandem drüber reden zu können, weil mein Freund momentan bei der Bundeswehr ist, meine Familie nicht hinter mir steht, Freunde durch meine Krankheit, die ich verloren habe. Die Familie steht nicht hinter dir? Nein. Nee, warum nicht? Was sagen die? Naja, also ich habe ja vorhin nur mit meiner Mutter zusammengelebt, mit meinem Stiefvater, oder mit ihrem Freund und mit meinen beiden Geschwistern. Seit ungefähr anderthalb Jahren habe ich aber eine eigene Wohnung. Und also wie gesagt, meine Mutter, die hat es damals angeblich nicht gesehen. Also ich hatte 54 Kilo ungefähr. Und zum Schluss, wie gesagt, 28. Und das hat es angeblich nicht gesehen gehabt. Wie steht ihr denn heute dazu? Sagt die irgendwie, stelle ich nicht so an und das kann man allein in den Griff kriegen? Oder? Nee, gar nicht. Sie redet sich alles schön. Also wenn ich sie mal, also ungefähr, wir sehen es einmal in der Woche, ein bis zweimal. Und die fragt mich nach, wie es mir geht oder wann ich in die Klinik gehe oder gar nicht. Ach so, also, verstehe. Komplette Ignoranz. Genau. Ich erahne und weiß, was du da schon hinter dir hast, Nancy. Und ich weiß auch, in welche Gratwanderung du schon gegangen bist. Du bist ja dem Tod schon von der Schippe gesprungen, kann man ja sagen. Ja, aber so haarscharf. Ich selber sehe es halt nicht. Ja, aber es ist ja so, ne? Ja. Du wärst ja fast gestorben. Ja. Was hast du für Lebenspläne, Wünsche, Träume? Gesund zu leben, essen zu können, ohne drüber nachzudenken, davon zuzunehmen, oder? Das ist eigentlich nur größter Wunsch, halt mit meinem Freund weiterhin zusammen zu bleiben, Familie, Häuschen, alles so. Also eigentlich. Wie sieht das so mit Sachen Schule? Wahrscheinlich hat die Schule auch sehr gelitten unter deiner Erkrankung, oder? Es ging erst nach der Schule richtig los. Also, was für einen Abschluss hast du? Einen erweiterten Hauptschulabschluss, habe aber meine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau. Ach so, die hast du gemacht und abgeschlossen. Ja, das ist auch schon mal sehr gut. Finde ich auch schon mal gut. Kompliment, weil das ist ja, manch einer kriegt das dann aufgrund dieser Erkrankung auch nicht hin. Ja, also ich hatte dann einen sehr guten Chef, also deswegen. So, und mit deinem Liebsten bist du ja schon so viele Jahre zusammen, sagst du gerade. Ja. Und der hat immer an deiner Seite gestanden. Ja. Wie alt ist er? Er ist 20. Auch noch so jung noch, 20 Jahre erst. Ja, aber er ist damals, als ich das erste Mal in der Klinik war, ist er, also für mich ist es Fremdgehen. Also er hat sich mit einer anderen getroffen und hat sich mit ihr rumgebissen. Und es soll aber nichts passiert sein, also sexuell, glaube ich ihn auch. Und also er ist da auch ganz offen und wir, also ich glaube, wir vertrauen jetzt auch wieder. Aber das hat sich wieder gut eingerenkt? Ja. Und du würdest sagen, dass das eine tolle Liebesbeziehung ist, die ihr beiden habt? Eigentlich ja, nur dass der Bund jetzt so schwer ist. Das was ist? Ich sage nur, dass der Bund jetzt zu schwer ist. Also, dass jemand beim Bund ist und wir uns nur einmal in der Woche sehen. Ach so. Naja, gut, da muss man durch. Das, ja, das, also wenn du in die Klinik gehst, bist du ja auch eine Weile weg. Ja, aber das hat die Angst wieder, dass er sich eine andere sucht. Glaube ich nicht. Wenn der so gut zu dir gestanden hat und der ist so jung und hat das alles mitgemacht. Das sehen ja auch. Weil wir ziemlich jung zusammengekommen sind und man sagt ja immer, im Jugendalter soll man sich auslegen, man will seine Erfahrung sammeln. Und ich will ihn halt nicht verlieren. Also wie auch immer, das kann ich natürlich verstehen, aber das ist eine tolle Erfahrung, die du da gemacht hast mit deinem Freund, dass der an deiner Seite ist. Ich möchte dir wirklich nur allen Mut der Welt machen, Nancy, das jetzt aber auch sowas von durchzuziehen. Ich hoffe, dass ich schaffe. Weil du hast ja gar keine andere Chance mehr. Du wirst es alleine nicht schaffen, so wie du es gerade geschildert hast. Nee, schaffe ich auch nicht. Wie lange ist denn dieser stationäre Aufenthalt geplant? Mindestens 8 Wochen. Mindestens 8 Wochen. Es wird auch so sein, dass du auch danach nicht wie von Zauberhand plötzlich geheilt bist. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja erstmal darum, dass du so peu à peu wieder in ein relativ normales Leben und in ein relativ normales Essverhalten reinkommst. Das wird sicher noch viele, viele Jahre dauern, bis das ganz oder größtenteils alles weg ist. Aber du musst es halt Schritt für Schritt machen. Und du musst all deine Kräfte aktivieren, immer ein Schrittchen weiter zu gehen. Und wenn du mal einen Rückschritt wieder machst, dann musst du denken, na okay, der Rückschritt gehört auch dazu, ich mach weiter. Und verlass bloß nicht die Klinik. Ja. Nancy, das muss ich. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das so ganz von außen so neutral nochmal gesagt kriegt. Ja, na klar, weil ich ja sonst, wie gesagt, niemanden habe, Familie ist eigentlich das Größte. Ich finde es auch ganz toll, dass du sagst, du tust das für deine Beziehung. Aber ich finde, du sollst auch sagen, das tue ich für mich. Für mich selber. Ja, für dich.
Das ist dein Leben, das ist deine Gesundheit. Und das ist deine Zukunft, die vor dir liegt, wie auch immer sie aussehen mag. Und die soll schön sein, die soll gut werden. Du hast ja schon so viele Jahre hinter dir, die alles andere als gut waren. Und wenn du das willst, und es liegt genau in deiner Hand, kannst du das schaffen. Das ist, glaube ich, das musst du dir wirklich vor Augen halten. Du kannst das schaffen, wenn du es wirklich willst. Ja, aber das Einzige, woran ich jetzt immer sitze, ist, dass ich halt weitermachen kann mit dem Tanzen. Also es ist wirklich woran ich bei mir denke. Weil der Rest ist mir eigentlich in Anführungsstrichen egal. Was heißt Tanzen? Du, hobbymäßig oder was machst du? Ja, ich habe auch vorher Gogo-Tanzen gemacht und alles, musste dann aber halt abbrechen, weil ich durch die Kondition, die ich da brauche. Ach so. Also großes Hobby ist das Tanzen für dich und eine große Motivation, einigermaßen wieder auf die Beine zu kommen, damit du tanzen kannst. Ja, genau. Und zum Tanzen braucht man ja nur auch viel Konditionen und Kraft, ne? Ja. Liebe Nancy, Mann, ich drück dir so die Daumen, dass du das schaffst. Dankeschön. Und ich bin ganz sicher, du wirst das schaffen, wenn du dir immer deine Ziele vor Augen hältst. Die Ziele musst du dir vor Augen halten. Und sich nicht entmutigen lassen, wenn es dann auch mal, wenn du wirst auch Durchhänger haben da, immer wieder mal tageweise, wo du denkst, ich kann nicht mehr, es bringt nichts. Mhm. Dann trittst du dich volle Kanne in den eigenen Po und sagst, es geht doch. Ja? Ja, ich werde mein Bestes geben. Und dankeschön, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ingrid begrüße ich herzlich. Ingrid ist 58. Guten Morgen, Ingrid. Ja, guten Morgen, Domian. Und was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich vor 2005 meinen Mann verloren habe durch einen Brand. Aber ich wollte eigentlich eine Geschichte erzählen von meiner Katze, die mir das Leben gerettet hat. Bei diesem Brand? Bei diesem Brand. Was ist da genau passiert? Ja, also wir haben, mein Sohn und ich, wir waren hier unten am Balkon. Wir haben abends, es war sehr warm, im Juni 2005, da haben wir draußen gesessen und haben ein bisschen gegrillt. Und mein Mann, der war leider ans Bett gefesselt, weil er Krebs hatte. Mhm. Und ich muss auch dabei sagen, ich habe ihn zu mir geholt, weil wir waren eigentlich getrennt. Und dann habe ich ihn zu mir geholt, weil er so krank wurde, weil er Krebs hatte. Dann habe ich ihn zu mir geholt und habe ihn dann gepflegt. Mhm. Und dabei ist halt was Schreckliches passiert. Wir saßen abends auf dem Balkon. Mein Mann war in seinem Bett, weil er nicht mehr aufstehen konnte. Mhm. Er hatte ein Sauerstoffgerät und war also ans Bett gefesselt. Und abends sind wir dann, mein Sohn und ich, auf dem Balkon gewesen. Da sind wir da zwischendurch mal reingegangen, haben ihm was zu essen gebracht. Das bisschen, was er noch aß, haben ihm dann gebracht. Mhm. Und dann sind wir halt um 11 Uhr, sagte mein Sohn, ich gehe jetzt rauf. Und dann bin ich auch ins Bett und meine Tochter war auch noch hier. Und die ist auch nach Hause gefahren und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ich sage, weißt du, ich mach mal die Türen hier alle zu. Er hatte ein Sauerstoffgerät, das war sehr laut und an dem Abend war Fußball und das war auch noch sehr laut. Und dann habe ich die Türen zugemacht, ich sage, weißt du, ich mach mal die Türen zu. Ich hatte sowieso nicht viel Schlaf gekriegt, weil ich noch eine Mutter hatte, die auch schwerbehindert war, die habe ich auch noch gepflegt und dann hatte ich also zwei Pflegefälle. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und irgendwann morgens um 4:15 oder 4:30 war es, da höre ich nur ein Glöckchen von meiner Katze und eine Katze, die an der Türklinke springt. Wie das Glöckchen von der Katze? Hat die ein Glöckchen umhängen oder wie? Die hat ein Glöckchen umhängen, weil die immer die Mäuse mit reinbrachte. Ja. Und dann habe ich ein Glöckchen umgehängt und dann kam die halt rein, was nie ihre Art war. Sie war immer so, dass sie so um 6:30, wenn ich so aufstand, kam sie dann rein. Mhm. So, und diesen Morgen war das etwas anders, was ich ganz verwunderlich fand. Ich lag da in meinem Bett, hörte das Glöckchen und die sprang auf die Türklinke. Von außen? Von außen. Von außen, sodass die Tür war zu und die sprang auf die Türklinke. Sodass die Tür aufsprang dann? Dass die Tür aufsprang. Ja. Ich aus dem Bett, ich habe das natürlich, wo ich wach wurde, sofort gemerkt. Die Wohnung war schwarz, es war eigentlich schon hell draußen, aber ich sah nichts. Ach so. Die Wohnung war schwarz von dem Rauch. Ach so, das heißt, die Katze hat die Tür aufgesprungen quasi? Die Katze hat die Tür aufgemacht, weil ein Schwelbrand war. Und die Katze ist da raufgesprungen, die Tür ging auf und die Katze ist abgehauen? Die Katze ist weg, war sofort weg. Die war sofort weg. Das ist ja verrückt. Die war gar nicht mehr da. Und ich aus dem Bett raus, durch den langen Flur, den wir hier haben, hinten zu meinem Mann ins Zimmer rein. Ich habe noch geschrien, Manfred, wir müssen raus, es brennt. Aber ich konnte nicht weiter rein, weil durch das Sauerstoffgerät lag der Schlauch auf der Erde und stand ein Tisch im Zimmer. Ich wollte eigentlich die Rollläden hochziehen. Mhm. Aber das habe ich dann nicht mehr geschafft und ich bin dann wieder raus, weil eine dermaßige Hitze auf mich zukam. Ja, ja. Wo war der Brandherd denn? In welchem Zimmer?
Ja, der Brandherd war bei meinem Mann. Und zwar aus dem einfachen Grunde, wenn ich nicht da war, durfte er nicht rauchen. Mhm. Weil ich immer wusste, er schlief ein dabei. Was hatte er denn? Und ich hatte ihm ein paar Zigaretten hingelegt, weil ich ja im Haus war. Ich war im Ja, du hast gerade gesagt, er hat ein Sauerstoffgerät bekommen. Was für einen Krebs hatte er? Der hatte alles. Das fing vom Hodenkrebs an bis zum Knochenkrebs und dann hatte er die Lunge und das war mittlerweile. Und dennoch, obwohl er so schwer erkrankt war, hat er dann immer noch eine Zigarette mal geraucht? Er hat vielleicht 4 oder 5 Stück am Tag geraucht. Ja. Und dadurch ist dieses Feuer in Und wir wussten, dass es nichts mehr wurde und dann haben wir ihm das letzte Natürlich, aufgenommen. Natürlich. So, das Feuer war in seinem Zimmer ausgebrochen. Er ist dann durch dieses Feuer verstorben. Ja. Ich hatte ihm da abends 3 oder 4 Zigaretten hingelegt, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Auf jeden Fall muss er sich eine weggetan haben. Mhm. Ja, und ich hatte das Bett freistehen, weil ich immer um das Bett rumlaufen musste, wenn ich eine waschen musste oder wenn ich eine pampern musste, da hatte ich das Bett. Also eine weggetan heißt, er hat eine geraucht oder was? Er hat wohl eine geraucht. Und die hat er wohl am Bett runterfallen lassen, weil es so warm war, habe ich ihm das Bett an die Seite gelegt. Ach so, ich sag, wenn dir kalt wird, nimmst du das Bett und dann ziehst du es dir drüber. Und er war, als du denn in dieses Zimmer kamst, schon verstorben? Das weiß ich eben nicht, ob er da schon tot war. Aber er ist dann in den Folgen daran gestorben? Er ist an den Folgen daran gestorben. Also wir vermuten, wir wissen es auch nicht genau. Das hätte eine Obduktion bringen müssen. Aber als der Notarzt dann kam, war er da schon verstorben oder ist er noch in ein Krankenhaus gekommen? Ich konnte ihn ja gar nicht mehr sehen. Es war ja schwarz in dem Zimmer. Mhm. Es war so eine Glut. Ja gut, aber die werden es dir hinterher gesagt haben. Ja, die konnten es mir auch nicht genau sagen. Die haben zwar gesagt, der ist an der Rauchvergiftung, ich hätte eine Obduktion machen müssen. Ja, aber er ist nicht mehr in ein Krankenhaus gekommen. Nein, er war schon verstorben. Also so, jetzt hat deine Katze dir dein Leben gehört. Meine Katze, ich muss immer wieder sagen, also Tiere sind was Wunderbares in dem Moment. Das ist ja unfassbar. Die sind nicht nur in dem Moment, die sind sowieso was Schönes. Ja. Du hast gerade am Anfang so erzählt, dass die Katze immer so gegen 6 bei dir ins Zimmer kam. Wie kam sie denn dann in dein Zimmer? Das ist der Instinkt, glaube ich, gewesen von der Katze. Ich denke mal, die war draußen. Und nee, Moment. Wie kam sie sonst in dein Zimmer? Wie ist sie in die... Gar nicht. Achso, ich hatte jetzt gesagt, das war das erste Mal, dass die auf die Türklinke gesprungen ist. Achso, da habe ich es falsch verstanden. Ich hatte die Kim um 6 Uhr immer in dein Zimmer. Ja, normalerweise kommt sie um 6 rein. Achso, ins Haus meinst du? Achso, verstehe. Ich dachte in dein Zimmer. Normalerweise kommt sie um 6 in die Wohnung rein. Ja. Und sie hat noch nie diesen Sprung gemacht auf diese Türklinke. Nein, also in dieser Wohnung war es das erste Mal. Das ist ja Wahnsinn. Da könnte man ja wirklich glauben, das Tier hat die Gefahr gewittert und wollte dich. Was für eine Gehirnleistung, ne? Und wollte dich retten. Ja. Lebt sie heute noch? Also wirklich gerettet. Denn ich habe dann hinterher festgestellt, ich bin dann von Feuerwehr, alles war hier, die ganze Straßen waren abgesperrt, morgens um 4:30 und das habe ich alles gar nicht mehr mitgekriegt. Ich bin dann also weggenommen worden hier von dem Haus. Wir haben das ganze Haus noch wach gemacht. Mein Sohn wohnte oben drüber, der hat dann die Feuerwehr gleich angerufen und wir haben das ganze Haus wach gemacht, sodass keinem mehr was passieren konnte. Wie viele Familien wohnten denn in dem Haus? Vier. Vier. Also mit mir 4. Lebt die Katze heute noch? Die lebt, die liegt hier neben mir und schläft. Gott sei Dank, dass sie noch lebt. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Das muss ich auch sagen. So Tiere, die haben einen wunderbaren Instinkt. Seit diesem Vorfall ist wahrscheinlich die Bindung zwischen dir und deiner Katze unbeschreiblich, ne? Wissen Sie was, ich wollte die früher gar nicht haben. Ja. Meine Tochter kam damit an und sagte, Mama, ich habe jetzt eine Katze. Und mein Mann kam mit ihr an und sie war so ein kleines Büschel. Und da habe ich gesagt, ich will keine Katze. Und meine Tochter, als die ausgezogen ist, sollte sie die eigentlich mitnehmen. Aber da habe ich gesagt, lass mal hier. Ich sage, ich bin jetzt auch alleine hier. Das sollte alles genauso sein. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dann mein Mann, der ist dann daran verstorben. Und ich war auch noch 4 Tage im Krankenhaus wegen der Rauchvergiftung, weil ich da in das Zimmer reingegangen bin. Dann wollen wir hoffen, dass die Katze noch sehr lange lebt und dass ihr viel Freude an eurer Freundschaft habt, ihr beiden. Ja, ich denke mal, so lange wird sie nicht mehr leben, weil sie schon ziemlich alt ist. Ich war damals schon 9 und Danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast, Ingrid. Ja, bitteschön. Alles Gute wünsche ich dir. Schöne Sendung von dir. Dankeschön, danke, tschüss. Corinna, 25. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Corinna. Um was geht's? Ich habe Leukämie und ich krieg einen Katheter eingebaut und davor habe ich Angst. Einen Katheter in die Blase? Nein, in eine Vene. In eine Vene. Damit man mich nicht immer wieder punktieren muss, wie das im Krankenhaus so, wenn man da kriegt man ja immer eine Nadel in die Hand oder
Und das ist bei mir schon so alles zu zerstochen, dass es immer wieder, es klappt nicht mehr, die stechen immer daneben. Beschreibt das mal, wie das aussieht. Was bedeutet das dann? Wie und wo wird der Katheter gelegt? Der wird über die Brust gelegt, in eine Hauttasche über der Brust. Mhm. Und da ist das, kommt da so ein kleiner Schlauch raus? Nee, der Schlauch kommt in eine Vene und das ist dann unter der Haut. Das ist so groß wie ein Rund und aus Metall. Ja. Und das ist mit Silikon. Mhm. Und das kann man dann einfach nur durch die Haut, wird einfach nur durch die Haut gestochen und dieses Ding angepiekt und dann kann man da Blut entnehmen und auch ach so. Chemotherapie reinmachen und sowas. Und du hast Angst vor dem Legen dieses Katheters? Ja, ich habe so ein bisschen, weil die auch mit Vollnarkose machen. Ist das ein, ich habe keine Ahnung, ist das ein komplizierter Eingriff? Eigentlich nicht, nur ich habe mich jetzt schon 2 Wochen lang schon vor der blöden Blutentnahme davor gedrückt. Ich habe jeden Tag gesagt, ach, ich gehe morgen hin und... Aber die Blutentnahme an sich macht dir ja nichts aus, das hast du ja wahrscheinlich schon oft... Ja, klar, aber das ist so dieses, ich schiebe es immer weiter vor mich her. Wahrscheinlich wundert der eine oder andere sich, dass wenn du so schwer erkrankt bist, hast du sicherlich schon noch viel schlimmere Sachen schon hinter dir. Ja, aber ich hab das Gefühl, umso mehr ich erlebe, umso empfindlicher werde ich. Das verstehe ich, ja. Mhm. Es gibt ja den Satz, was einen nicht umbringt, macht einen härter, aber bei mir ist es genau umgekehrt. Du bist 25 Jahre alt, hast Leukämie. Seit wann hast du diese Erkrankung schon? Seit 6 Jahren. Wie ist denn der Verlauf der Erkrankung? Bis heute? Der ist eigentlich erstaunlich gleich geblieben. Dadurch, dass es eine chronische Leukämie ist und da ist eigentlich durch die Chemotherapie hat sich da jetzt in den Jahren nichts. Ist von der Leukämie halt, von den Werten hat sich jetzt nichts wesentlich verschlechtert, Gott sei Dank. Hast du denn die Chance durch diese intensiven Behandlungen, dass man die Leukämie besiegt? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Definitiv nicht? Nein, das Knochenmark produziert halt immer wieder weiter diese weißen Blutkörperchen. Man kann es halt bei akuter Leukämie, kann man das mit Chemotherapie halt behandeln, dass es aufhört. Aber das geht halt bei der Form von Leukämie nicht. Was bedeutet das für dich? Bedeutet das, dass du keine hohe Lebenserwartung hast? Nein, habe ich nicht, nee. Hat man dir irgendwann mal eine Zahl gesagt? Ja, gesagt jetzt nicht. Das sagen ja die meisten Ärzte nicht gerne. Was ich jetzt gelesen habe und was ich weiß, ist zwischen 4 und 10 Jahren. Dieser Katheter, um darauf zurückzukommen, wäre der letztendlich eine Erleichterung für dich? Ja, schon. Ich habe halt schon... Ich hatte schon Asthmaanfälle nachts und hab hier zu Hause gesessen und hab keine Luft gekriegt. Und wenn da irgendein netter Doktor kommt, der dann, und du kriegst keine Luft und der muss dich dann 4-mal in den Arm pieken, und hat dann immer noch nichts gefunden, dann ist das schon so, das dann schon ziemlich... Hast du denn mal mit jemandem gesprochen, der so einen Katheter sich hat schon legen lassen? Ich habe schon im Chat mit denen gesprochen, aber mit, oh, ich weiß, ja, aber die meisten, ich wollte Altenpflegerin werden und ich weiß auch alles darüber, aber es ist so. Also du kennst dich ganz gut aus? Ja, und das, was die dir so erzählen, das nimmt dir die Angst auch nicht? Nicht wirklich, nee. Das ist eine Vollnarkose, unter der man das gelegt. Wie lange dauert der Eingriff? Keine Ahnung, 20 Minuten. Das ist ein relativ kleiner Eingriff. Ja, es ist nicht viel. Man kann es auch unter örtlicher Betäubung machen. Birgt dieser Eingriff Risiken? Naja, wie jeder andere Eingriff auch. Also es kann Wundinfektion oder. Also das Übliche, was man so an Risiken trägt. Genau. Kannst du das für dich noch näher benennen, warum du gerade davor jetzt so eine Angst hast? Ich weiß es nicht. Ich habe halt Angst, dass wieder mal irgendwas schief geht. Mhm. Ich hatte schon öfters Pannen in Krankenhäusern und Was wäre die Alternative, wenn du sagst, nee, ich lasse das nicht machen?
dann muss ich halt weiter gepiekt werden. Das will ich halt auch nicht. Oder blöde zentrale Venenkatheter müssen ja auch dann gelegt werden. Das hätte ich dann. Ich werde das ja auch machen lassen. Nur, ja, also, das ich mag schon, dieses Vornehmen. Ich merke schon, letztendlich ist dir so aufgrund deines medizinischen Wissens auch so objektiv klar, das ist ganz gut, das zu legen. Ja. Und es, wenn es gut läuft, erleichtert dir das auch eine ganze Menge. Aber ich erahne auch schon, dass du auch so vielleicht auch von der Erkrankung mürbe bist. Ja, genau. Und einfach auch nicht nochmal wieder was ertragen möchtest und ja, genau. Irre Angst hast, wenn jetzt nochmal Komplikationen entstehen. Und da ist man wahrscheinlich für jeden Tag dankbar, wo es einigermaßen gut läuft. Ja, genau. Und wenn dann wieder etwas passiert. Du hast gerade vom Chat gesprochen. Bist du überhaupt so mit anderen Menschen, die genau deine Erkrankung haben, in Kontakt? Nicht oft. Ich habe auch einen Chat gehabt. Nur leider habe ich ich bin da auch angemeldet, nur leider habe ich die E-Mail-Adresse vergessen. Und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Aber nicht häufig eigentlich, nee. Ist das eigentlich, also manche Leute sagen mir, dass das also erleichtert, wenn man mit Gleichgesinnten viel redet, aber es gibt auch Leute, die mir sagen, ich will gar nicht deren Geschichte auch noch hören. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Nee, es ist im Chat ist es einfacher. Jetzt weiß ich, was ich von meiner Klinik sagen kann, wenn das ist so, wenn dir das, da sitzen die Leute sich gegenüber, aber da wird eigentlich fast gar nicht erzählt ist. Ich treffe auch manchmal Leute, die eigentlich, mit denen ich 8 Stunden am Tag neben dem ich sitze, die begrüßen einen auf der Straße nicht mehr. Also ein Austausch. Das ja dann einfach ein, das ist dann diese Distanz. Ich verstehe. Ja, oh Gott, ja. Letztendlich ist dann, findest du einen Austausch schon gut und sehr hilfreich. Ja, genau, ja. Du bist eine junge Frau, die sicher sonst auch ganz andere Dinge so im Leben machen würde jetzt, wenn du gesund wärst. Ja. Wie siehst du denn so selbst dein Schicksal und die Tatsache, dass du diese schwere Erkrankung hast? Naja, ich hab mich damit abgefunden, würde ich sagen. Wie war denn damals die Diagnose, als du die bekommen hast? Wie hast du die aufgenommen? Naja, das war erstmal eine Katastrophe. Das war auch nur an meinem Geburtstag. Und, naja, ich hab erstmal auch mit niemandem darüber geredet, nicht mit meinen Eltern nicht. Damals habe ich noch gearbeitet, einen Arbeitskollegen anvertraut und eigentlich erstmal alles mit mir selber ausgemacht. Aber dann hast du irgendwann doch gesprochen. Ja. Ja. Wie ist es heute? Hast du Freunde? Ich hab einen Verlobten und Ich habe auch gute Freunde. Also so sozial eingebunden bist du schon gut. Ja, ja. Was ja schon super wichtig ist, ne? Ja, ja. Denn das höre ich ja manchmal auch hier, dass Menschen, die so schwer krank sind, dann auch noch einsam sind und ganz alleine. Nee, das habe ich nicht, Gott sei Dank. Was sagt denn dein Verlobter zu dieser Geschichte mit dem Katheter? Nicht viel eigentlich. Er hat zwar gesagt, er nimmt sich für den Tag frei, aber so richtig mit dem reden kann ich da eigentlich nicht drüber. Ich finde das so nachvollziehbar, dass du da, obwohl du jetzt Profi bist in Sachen Medizin und auch in Sachen deiner Krankheit, dass du da Angst vor hast. Ja. Ich glaube, hätte ich auch. Wenn man so lange das schon sich rumgeschlagen hat mit allerlei Sachen. Aber du wirst es machen. Ich glaube, du wirst es machen. Ich höre es schon. Ich glaube, du musst es auch machen. Es wird letztendlich eine Erleichterung für dich sein. Ja, ich habe es ja selber. Ich habe es ja selber gewünscht, sozusagen, aber... Vielleicht ist es auch gut, Corinna, wenn das da eigentlich die Grundentscheidung ja gefallen ist, dass es jetzt auch dann schnell durchziehst. Ja, ja, ich habe Dienstag definitiv einen Termin. Ach so. Ja. Also schon einen OP-Termin Dienstag. Ja, ja. Ach so. Ja, das ist doch gut. Das finde ich auch gut. Denn wenn du es noch länger vor dich hinschiebst und dann, das bringt ja nichts. Dann hat man noch mehr Angst und dann... Ja, ja. Man malt sich dieses aus und jenes aus. Ja, ja, genau. Ja. Ah, liebe Corinna, dann wünsche ich dir aber, dass das gut klappt nächste Woche. Wünschen wir dir alle von Dankeschön. Herzen. Ganz viele Leute vielen wünschen Dank. Dir das jetzt und denken an dich nächste Dank. Woche. Ja. Alles Gute Dankeschön. Von Herzen. Tschüss. Tschüss. Schöne Nacht. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Hallo Christian, 26. Hallo Christian. Weswegen rufst du an? Na, ich habe vielen Leuten eigentlich das Leben kaputt gemacht. Jetzt hat in letzter Zeit.
oder überhaupt. Du gehst so weit und sagst sogar, ich habe denen das Leben nicht nur schwer gemacht, sondern kaputt gemacht? Ja, kaputt gemacht, ja. Was hast du gemacht? Also ich habe eine Freundin und eine Freundin, die also mit der bin ich 2,5 Jahre zusammen. Und also am Karfreitag, also haben wir Heroin genommen, also zum dritten Mal, das erste Mal geschnupft. Du hast mit deiner Freundin am Karfreitag Heroin genommen? Ja, genau. Also das erste Mal geschnupft, also es ist so gewesen, also sie hat halt das Buch gelesen, der Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja. Und dann war sie interessiert, wie das ist. Und hattest du vorher Erfahrungen mit Heroin? Mit viel anderen Drogen, also mit 15, 16. Und ich habe schon Heroin damals mit 15, 16 geschnuppt. Also ich bin jetzt 26. Aber seitdem nicht mehr? Na, seitdem nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Und deine Freundin war in einer gewissen Weise jetzt neugierig und dann hast du das Zeug besorgt. Mhm. Und dann habt ihr es genommen. Weil ich gedacht habe, bevor das sie das alleine nimmt oder mit anderen, ist besser, wenn ich dabei bin. Was ist daraus geworden? Ich mir gedacht. Was ist daraus geworden? Meine Freundin liegt jetzt im Wachkoma. Weil die Dosis zu stark war oder dass irgendwas... Ich weiß nicht, ob die Dosis zu stark war oder nicht zu stark. Also ich habe da mehr genommen gehabt. Aber es ist halt um das auch gegangen, weil wo halt der Krankenwagen gekommen ist. Mein Onkel ist halt Kranken, also Sanitäter. Und der ist da gerade, hat der Dienst gehabt, ist da gekommen. Hast du dem gleich klaren Wein eingeschenkt, was geschehen ist? Ich habe am Anfang gesagt, wir haben das Alkohol getrunken. Das heißt, man hat gar nicht gezielt direkt aktiv werden können. Mm-mm. Wann? Nach wie vielen Stunden hast du es gesagt, was ihr gemacht habt? Nein, es ist so, also wir haben halt das gemacht und dann bin ich rübergegangen und habe was kurz gegessen, vielleicht bloß so schnabuliert, 30 Sekunden vielleicht, bin rüber und dann ist sie da gelegen und hat jetzt geschlafen. Dann habe ich den Puls gefühlt und... Okay, meine Frage war eine andere. Meine Frage war, wie lange haben die Ärzte im Dunkeln getippt, bis du gesagt hast, wir haben Heroin genommen? 10 Minuten. 10 Minuten. So was, 15 Minuten. Wie ist jetzt was sagen die Ärzte über den Zustand deiner Freundin? Ja, sie ist halt im Wachkoma und sie kriegt jetzt Physiotherapie. Das heißt, der Zustand ist sehr ernst? Ja, genau. Und man weiß überhaupt nicht, wann und ob sie wieder aufwacht? Ja, genau. Und du machst dir die berechtigten Vorwürfe, dass du schuld daran bist. Ja, richtig, ja. Hm. Das heißt, die berechtigten Vorwürfe, ich bin schuld. Das ist es. Ich habe das Zeug besorgt und ich bin schuld. Wie reagiert dein und euer Umfeld darauf, die Familien? Ja, die Eltern von ihr, mit denen habe ich noch gar nicht geredet. Die wollen gar nichts mit mir zu tun haben. Also mehr jetzt. Aber die wissen auch Bescheid. Ja, sicher. Also, ich bin schon, wie gesagt, 2,5 Jahre mit ihr zusammen und jetzt ist der Scheiß da passiert. Und am Anfang hat es schon gepasst. Also, es hat halt, was hat gepasst? Es hat halt am Anfang ihre Mutter, also, hat halt schlechter auf mich reagiert wie ihr Vater. Und jetzt ist halt andersrum. Also ihr Vater würde mich halt jetzt, also, oder hat gesagt, dass wenn er mich sieht auf der Straße oder sonst irgendwie, dass er mich dann, naja. Was ich auch verstehe. Sie, um das nochmal klarzustellen, sie hat dieses Buch gelesen und war neugierig und daraufhin hast du gesagt, okay, dann nehmen wir das zusammen. Ja, sie hat das Buch gelesen. Ja. Und war halt neugierig auf das. So sagt ich es gerade, ja. Mhm. Ja, genau. Und ja, genau so, wie du es gesagt hast. Das ist eine sehr schwerwiegende Situation, in der du jetzt bist und natürlich deine Freundin jetzt ist. Ja, es geht um das. Mir geht es nicht um das, ob ich da jetzt irgendwie in den Knast komme oder sonst irgendeinen Scheiß. Mhm. Um das geht es mir gar nicht. Mir geht's hauptsächlich um das, dass halt meine Freundin wieder wird. Ja, so meinte ich es in erster Linie auch. Natürlich hat das auch noch eine juristische Seite, das Ganze. Bist du angezeigt worden von jemandem schon?
Na, von ihren Eltern war nichts. Mhm. Es geht also, jetzt auch erstmal darum, dass das Mädel hoffentlich wieder gesund wird. Ja, ich hoffe, dass es wieder gesund wird. Mhm. Das ist halt das, ich habe ihr versprochen jetzt, na, das ist ja, dass ich jetzt das mit dem Heroin und so, dass das wirklich jetzt bloß dreimal war. Ja, egal wie oft, es ist jetzt ganz schön passiert. Aber Christian, ich muss jetzt Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Mhm. Leg auf, bis gleich. Tschüss. Okay, danke. In der Technik, Uwe Peter.